Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Schatzgestern beim Angeln. So, ich werde heute mal eine Stunde mich angeln legen, wie man das schon sagt. Wie man sieht, bin ich hier entsprechend in der Nähe von, also ich bin im Überfall, in der Nähe der Siedlung, und an einen Spot dementsprechend ran. Der Spot ist eigentlich nicht so wichtig, aber wenn schon, denn schon, wenn ich eine Stunde rangehe, dann mit Spot. Aktuell ist der Spot nämlich da. So, also wenn wir eine Stunde gleich dementsprechend angeln, gucken, wie viele Kisten wir rausholen. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat, was die Stufe angeht, weil das einfach nur die Breite der Anlegestellen ist und so weiter. Und geheime Anlegestellen und so. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das keine Auswirkungen haben wird. Ich gehe mal auch davon aus, dass die Köder keine Auswirkungen haben. Ich werde aber trotzdem Köder nutzen noch. Meine Angel sieht aktuell so aus. Ganz normal. Wie jede handelsübliche Angel im Fachgeschäft zu kaufen ist. Und dann schauen wir uns doch mal an, was wir so in einer Stunde kriegen. Fokus auf die Schatzkisten. Wenn natürlich eine legendäre kommt, werde ich natürlich auch beim hier anhalten entsprechend. Und also, ich werde das nicht schneiden, ich werde das nur vorspulen und werde dann dementsprechend immer anhalten, wenn ich irgendwas bekommen habe, was sei es legendäre oder eine Schatzkiste, kurz mal anhalten. Aufmachen das Ganze, wenn wir Schatzkisten bekommen. Gerade in der Wir-Form, wenn ich Schatzküssen bekomme, dann werde ich die entsprechend am Ende auch aufmachen und euch zeigen, was da so drin ist. Vielleicht haben wir ja auch Glück ein bisschen, vorausgesetzt, ich bekomme Kisten. Achso, ob dann dementsprechend aber auch Glück eine Frage spielt. Wahrscheinlichkeit, Gegenstände in Truhen und Monstern zu finden. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat, diese Wahrscheinlichkeit. Das schauen wir doch mal. Aber ich glaube auch nicht unbedingt. Das ist wahrscheinlich wirklich random teilweise. Mal gucken, wie viel man so in einer Stunde bekommt. Ich lasse einen Timer laufen tatsächlich. Und dann werden wir das Ganze nämlich jetzt starten. Da ist der Timer. Ich muss so kurz mal, glaube ich, Reset machen. So, das bedeutet, wir werden jetzt eine Runde angeln gehen. Wie schon gesagt, ich mache mit Köder einmal. Ob das Auswirkungen hat, glaube ich nicht. Übrigens diese Meldung mit diesem, dass man dieses da getroffen hat, die ist seit dem neuesten Patch nicht mehr vorhanden. Ich denke mal unbeabsichtigt. Aber man merkt das, wenn man halt schnell, wenn man halt schnell was bekommt, also schnell was an der Leine hat, dann weiß man, dass man im Endeffekt getroffen hat. Man sieht das auch ganz gut, glaube ich. Da braucht man diese Meldung, glaube ich, auch nicht unbedingt. Und da haben wir auch schon unsere erste Schatztruhe und das nach 3 Minuten. Ungefähr. Noch nicht mal 3 Minuten. Ja, doch, nach 3 Minuten.
3,5 Minuten haben wir schon die erste Schatzkiste. Jetzt ist die Frage, lag das am Spot? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass das unabhängig vom Spot ist tatsächlich. So, wir werden mal den Köder einmal wechseln. Auf Fleischköder gehen, ein bisschen geringfügige erhöhte. Bis jetzt haben wir nur eine Kiste, also eine Schatzkiste. Ich habe schon mal geschafft, tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube halbe Stunde oder sowas, länger habe ich glaube ich nicht geangelt gehabt, vier zu bekommen. Ich werde mal ein geringfügiges machen und dann mal gucken. Und da haben wir eine Schatzkiste, nachdem ich geändert habe, also ungefähr eine halbe Stunde. 30 Minuten später die zweite Schatzkiste, also 30 Minuten später ungefähr. Ob das jetzt Auswirkungen hat auf den Köderwechsel, weiß ich nicht. Ich vermute, jein. Ich habe die selbstgemachten Köder gerade dran, wo ich ihm gerade sagte, von wegen, dass ich auch innerhalb von einer halben Stunde 3 bis 4 hatte. An Schatzkisten hatte ich auch die selbst erstellten Köder dran. Und es war nachts zum Zeitpunkt. So wie jetzt in diesem Falle auch nachts ist.
möchte immer darauf hinweisen, dass es reine Spekulationen sind. Aber an irgendwas muss man ja glauben. Okay, irgendwas stimmt nicht mit dem Spot. Der ist eigentlich noch gar nicht da. Also noch nicht resettet, aber komischerweise bekomme ich jetzt tatsächlich erstens schnelles bereit und zweitens interessanterweise auch blaue Fische draus. Und die Meeresschnecke, die ich ständig bekomme, aus wenn ich im Spot bin. Okay. Also wie man sieht, ist das schnell aufbereit. Also, obwohl die Fische noch nicht springen, scheint da schon irgendetwas aktiv zu sein. Weil, wie ich eben gerade daneben geangelt habe, weil halt der Spot bringt natürlich nichts, direkt auf den Spot zu angeln, wenn keine Fische springen, habe ich viel schlechtere Fische bekommen. Also kein Grün, kein Blau. Wobei einmal, glaube ich, dazwischen, weiß ich jetzt nicht. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Die nächsten 21 Minuten. Ich bleib jetzt einfach mal auf dem Spot. Und da war die nächste Schatztruhe. Also, ich habe das dumme Gefühl, der Spot ist aktiv, obwohl die Fische nicht springen. Ich bekomme blaue Fische zwischendurch und immer wieder grüne. Ich glaube dementsprechend, dass die da irgendwo. Ich glaube nicht, dass es gewollt ist. Oder ist es nur geringfügig nur noch erhöht. Aber. Kommt das so vor, als ob dieser Spot aktiv ist? Also auch von der Fangschnelligkeit, also von der Schnelligkeit, wenn man was am Haken hat, hier schon wieder, habe ich das Gefühl, dass es hier aktiv ist. Obwohl keine Fische hochspringen. Und circa. Kurz mal überlegen, 6, 7, 8 Minuten sollte dementsprechend, also soweit ich weiß, alle 45 Minuten sollten die Fische entsprechend wieder springen. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass das aktiv ist. Also man bekommt ja auch irgendwie auch sowieso diese grundsätzliche Meldung gar nicht, von wegen, dass man halt diesen Angelplatz erreicht hat, also dass man halt getroffen hat. Diese Nachricht, die ist seit dem letzten Patch nicht mehr vorhanden. Ich vermute mal ungewollt, dass das sich hier tatsächlich noch um einen Fehler handelt. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass die auch einen Fehler gemacht haben, dass diese Spots dauerhaft aktiv sind, auch wenn die Fische nicht springen. Ich habe ja, wie ich schon eben gerade ja vorhin schon erwähnte, zwischendurch, ich habe ja immer daneben mit Absicht daneben gemacht. Und da habe ich nur graue Fische und so weiter bekommen, überwiegend. Und kleine und so. Und wie ich jetzt wieder auf den Spot gegangen bin, bekomme ich sowas hier halt. Obwohl halt keine Fische springen, wohlgemerkt. Gucken wir uns das die nächsten 15 Minuten mal genauer an.
Natürlich für euch nicht für die nächsten 15 Minuten, für mich erst die nächsten 15 Minuten. Okay, also der Spot scheint jetzt nicht mehr aktiv zu sein. Aber eigentlich die ganze Zeit nicht aktiv, weil keine Fische. Ich vermute mal, dass bei mir die Fische nicht angezeigt worden sind. Weil jetzt ist ein komplett anderes Verhalten. Dass das halt etwas länger dauert, bis ein Fisch anbeißt. Also, es kann natürlich sein, dass tatsächlich. Die Ansicht der springenden Fische. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Das müsste gleich dementsprechend auch sichtbar sein. Vielleicht kann man halt zwischendurch mal wahrscheinlich. Doch irgendwie auf den Spot angeln. Vernünftig, also dass das halt, als ob das aktiv wäre. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein sehr merkwürdiges Phänomen. Und bei den Meerschweinchen kriege ich immer noch. Also rein theoretisch müssten jetzt schon wieder eigentlich Fische nach oben springen. Ich vermute mal, dass es sich lohnt, tatsächlich vorher mal rein zu angeln, bevor die Fische da oben hochspringen, dass sie tatsächlich trotzdem aktiv ist und später aber die Fische nicht mehr kommen, weil man schon wieder eigentlich alles leer gefischt hat. Rein theoretisch hätte das jetzt rein theoretisch, ja. Hätte das eigentlich jetzt aufploppen müssen, dass halt die Fische wieder nach oben springen. Also die 45 Minuten, die sind locker um. Das sollen ungefähr 45 Minuten Respawn sein. Also oder beziehungsweise Abklingzeit, Respawn, Abklingzeit sein. So habe ich das dementsprechend gehört. Und müsste normalerweise jetzt schon wieder springen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass ich das schon vorweggenommen habe. Also lohnt sich das, aber ruhig mal seine Angel reinzuwerfen in den Spot. Zwischendurch mal so gucken, ob der aktiv ist oder nicht. Man sieht das ja im Endeffekt, wenn das schnell halt anbeißt, dann ist es aktiv. So ist das nicht aktiv. Das dauert schon so lange. Ne? Also so kann man das ja auch ganz gut sehen. Da kann man auf die Meldung auch verzichten, die so irgendwie beim letzten Patch ja rausgenommen haben oder vermasselt haben. Ich tippe auf zweitens. So, das wird der letzte Fisch. Oder auch vielleicht Schatzkiste, wer weiß. Das sieht nach Fisch aus. Sein.
Oder Fisch? Oder sehe ich nicht so richtig gerade, weil das sehr. Ja, ist ein Fisch. Okay. So. Man sieht das ja dementsprechend in der Regel auch schon vorher. Gut. Dann gucken wir uns mal die Ausbeute an. Also im Endeffekt hab ich drei Schatztruhen halt bekommen. Innerhalb von einer Stunde Angeln plus Spotangeln mit dabei. Ich glaube, Spot ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man direkt einen Spot und der ist aktiv, ist das höher, dass man da was bekommt. Das habe ich jetzt so feststellen können im Endeffekt, weil ich ja auch sehr häufig jetzt neben den Spot auch geangelt habe. Und durch Zufall dementsprechend wieder ins Spot eigentlich reingeangelt bin und habe gesehen, dass das schneller zuschnappt. Obwohl die Fische halt noch nicht springen. Jetzt hätte eigentlich, wie schon erwähnt würden die normalerweise jetzt eigentlich wieder springen. Also diese mindestens schon 50 Minuten vergangen, seitdem dieser Spot in Anführungsstrichen inaktiv ist. Ich denke mal, ich habe es schon vorweggenommen. Oder es ist ein Anzeigefehler. Das glaube ich aber nicht, weil vorhin habe ich ja die Fische auch gesehen. So, Ausbeute. Also drei Schatzkisten, die wir gleich aufmachen. Und wir haben vier mittelgroße Zitteraal. Dann haben wir hier nochmal kleine Zitterale, Drachenfisch, großer Drachenfisch und mittelgroßer Drachenfisch. Alles Drachenfische. Was haben wir hier noch? Achso, großer Zitteraal, genau. Ja, sehr viele Meeresschnecken und Kaulquappen mit dazwischen. Als grün. Also, dann noch hier noch. Also für eine Stunde. Also ich empfehle wirklich an Spot auch ranzugehen, weil der Spot halt auch schneller, also nicht nur wegen den Fischen von der Qualität her, sondern weil halt das einfach schneller anbeißt. Und somit hat man in kürzerer Zeit ein bisschen mehr Fische. Genau, und wenn ihr natürlich einen Fisch habt, ich denke mal, das wisst ihr, aber ihr könnt natürlich die Animation canceln. Ne? Wenn er diese in der Hand hat, könnt ihr das canceln, so dass ihr nicht darauf warten müsst, bis er einen Riesenfisch in seiner Tasche gesteckt hat. Wobei ich immer noch. Naja, wie er das macht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat wohl eine dicke Hose. Da passt wahrscheinlich noch ein bisschen was Dickeres rein. So, und dann mache ich mal hier die Kiste mal auf, gucken mal, was wir hier rausbekommen. Oh, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Sechsmal Platinbahn. Goldbahn, Topaz. Ja, Platinbahn viermal, wieder Smaragd. Malachit. Also, es lohnt sich. Also, ich habe aus Erfahrung her, ich habe ja jetzt schon eine Weile geangelt, auch vorher, habe ich auch schon mal vier Stück dementsprechend rausgeholt, innerhalb von einer Stunde. Also, man kann so sagen, also auch ohne Spot, man kann so sagen, dass man so, denke ich mir mal, drei bis vier. Je nach Angel vermute ich auch mal. Ich habe natürlich jetzt blaue Angel. Ob das Auswirkungen hat, weiß ich nicht, ob die Stats, die halt drauf sind. Ich habe jetzt allerdings auch noch Glücksnacht hier noch drauf. Das hat aber mir letzte Nacht eigentlich nichts gebracht, wie ich das gerade gemerkt habe. Ich denke mal, dass die Werte da so großartig keine Rolle spielen, was die Schatzkisten angeht. Ich denke, dass es auch, vermute ich mal, das müsste man auch mal testen. Das müsste man auch mal testen, dass vielleicht dementsprechend der Glücksbonus hier
vielleicht zählt. Da müsste man woanders vielleicht hin. Ich weiß gar nicht, ob der Bonus aktiv ist, wenn man, wo man nicht ist, gewissermaßen. Ja, also nur im Immerfall. Okay. Ne, hier habe ich dementsprechend einen Glücksbonus von 50 aufgrund der Gebietsboni. Das könnte vielleicht noch eine Rolle spielen. Dass man vielleicht, wenn man woanders angelt, dann weniger bekommt. Weniger Schatzkisten vielleicht. Eine oder sowas. Oder vielleicht mit Glück zwei. Das kommt natürlich drauf an. Ich denke mal, dass das da noch eine Rolle spielen wird bei dieser Schatzkisten-Geschichte. Schatzkisten, Truhen. Ist dasselbe, ne? Also ist das schon oder kann man schon sagen, dass man so 3 bis 4 pro Stunde schon kriegen kann. Es hört sich alles nicht so viel an. Ich denke mal mit einem höheren oder mit einem höheren Level, also mit einem anderen Standort auch, wo auch Angeln entsprechend halt ne, noch geheime Angelstellen und so, zwei seltene Angelstellen, naja, geheime. Das vielleicht die geheimen Angelstellen, vielleicht 3 geheime Angelstellen, 200er. Vielleicht mehr bringen, weiß ich nicht. Aber das können wir mal vielleicht in einer weiteren Folge vielleicht mal machen. Dass wir uns dann tatsächlich, wenn ich voll ausgeskillt bin, dann kann eine komplett andere Stelle mich hin. Stelle, wo ich auch gegebenenfalls diesen Bonus von Glück noch mit drauf habe. Ob das Auswirkungen hat, wie ich schon sagte, das ist alles nur Spekulation, weiß ich nicht. Und mal gucken, vielleicht machen wir da nochmal so eine Stunde Dings. Bumster und so. Vielleicht nochmal eine Stunde und schauen dann, ob sich da irgendetwas verändert. Also, wie ich schon sagte, ich habe wirklich schon vorher ja auch schon probiert und im Schnitt liegt man da wirklich bei 3 bis 4 Schatztruhen in einer Stunde. Wenn man natürlich entsprechend im Gebiet ist, wo vielleicht noch Glück Glücksbonus noch drauf ist. Ich vermute mal, dass das noch eine Rolle spielt. Was eine Angel ist, vermute ich mal, dass das keine Rolle spielen wird. Sonst hätte ich heute in der Nacht ein paar Kisten mehr gehabt. Vielleicht. Das ist vermutlich eher so fischbezogen dann. Aber der allgemeine Glücksbonus ist ja nicht auf Fische bezogen, sondern auf alles. Also der Gebietsbonus, deshalb gehe ich mal davon aus, dass das auch eine Rolle spielen wird. So, dann danke ich auf jeden Fall fürs entspannte Angeln zugucken. Und seid froh, dass ich vorgespult habe. Sonst wäre das jetzt 1:13. und wir hören und sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Entweder. Vielleicht wieder was auf New World. Spätestens dann, wenn ich natürlich voll gelevelt bin, was Angeln angeht. Aber sonst gegebenenfalls auch andere Spiele wieder. Train-Simulator muss ja auch mal wieder ran. Und mal schauen. Also bis zum nächsten Mal und lasst gerne ein Like da, ein Follow da und so. Oder ne, abonniert einmal kurz, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal oder hört man sich, wie auch immer. Bis dann. Tschüss, tschüss.